Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Was wollten wir hier machen? Wir wollten den Grundstein für unser Türmchen legen. Und zwar, ich habe beim Turm vor, dass er grundsätzlich einmal aus Stein ist. Und im Stil vom Bauernhaus sollen die Ecken und Kanten... Was ist denn das? Schotter! Sollen die Ecken und Kanten aber auch aus diesem Holz sein, aus Fichtenholz. So, und zwar, ich nehme jetzt einmal die Erde hier hinein, ja, und ich möchte sagen, wir werden uns hier verpflanzen, nein, diesen Setz nicht mitnehmen. Wir werden uns jetzt eine schöne Abmessung für diesen Turm suchen. Und zwar wäre mein Wunsch, dass der ein bisschen... Seht ihr es? Geht sich schön aus? Geht sich schön aus? So. Und zwar eher hier so. Habe ich genug Erde mit? Nein. Da liegt die Erde. So. Ja, das war ja jetzt wieder. Eieiei. So. Was machen wir jetzt hier oben? Die Sonne geht unter. Oh nein, die Sonne geht unter. Hühner. So. Und zwar, wir werden ein paar Dinge ohnehin mitnehmen müssen, damit wir dort den wunderherrlichen Turm machen. So, wir werden nicht in der Notunterkunft nächtigen heute. Nein. Sondern in der Villa. Das ist so toll geworden. Oh. Guten Morgen. Hier. Super. Nein. Nicht verzetteln. So, hier oben wird dann der Turm entstehen. Um den Turm weiterzubauen, benötigen wir natürlich noch andere Dinge. Und zwar, wir werden uns jetzt vorbereiten. Ich brauche... So, legen wir hier ab. Die Erde. Das werden wir später noch mitnehmen. Ach, später. Wir nehmen gleich mit. So. Ja, mehr Holz, mehr Holz. Wir brauchen das. So, die Eier lassen wir da. Die sind... ja. So, 19 verrottetes Fleisch. Bin gespannt, wem wir das geben. So, ja, ich weiß, absolute Verschwendung gerade. So, Andesit und so weiter, das lege ich dabei noch draußen in diese Kiste. So, da ist ja auch die Wolle drin. Schotter brauchen wir auch hier keinen. Aber was wir brauchen, ist noch eine weitere Spitzhacke. Weil ich habe ja gesagt, wir benötigen da oben... Ach, Andesit. Habe ich nicht gesagt, Andesit lege ich gleich weg. Andesit. Schotter. Gut. Nein. Andesit, Stein, Stein. Das ist schon geschmolzener Stein. Praktisch. So. Ja. Gut. Dann eine Eisenspitzhacke. Wir haben's. Dekadent. Dekadent, aber die Tür nicht aufkriegen. So, meine Lieben. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ist da Erde? War da immer schon Erde oder habe ich das gemacht? Ach, das habe nicht ich gemacht. Aber da ist ganz schön viel Erde, oder? Und jetzt habe ich keine Schaufel mehr mit. Was ist das?
Naja, gut. Ich brauche auf jeden Fall das. Ja, genau. Da. Na, Schotter. Ja, so. So, immer schön alles ausleuchten. So, jetzt können wir hier. Das will ich noch ausgraben. War hier nicht irgendwo. Ach, hier! So, wir wollten nachschauen, was da dahinter ist. So, hierzu. Nichts ist dahinter. Aber wenn wir hier schon sind. Fackel. So. Ja, wir können natürlich hier nachsehen, weil. Nein, da wird nichts sein. Da wird einfach nichts sein. Das Problem ist nur, hier kriegen wir keine Kohle. Wir kriegen zwar viel Stein, aber hier keine Kohle. Äußerst bedauerlich. Ah, falsches. So, gut. Eigentlich Kohle. So, jetzt probieren wir mal. Ich finde das super. So, das nehmen wir auch mit. Wie kommen wir hier zu Kohle? Wir müssen einfach wieder ein wenig meinen, damit wir zu Kohle kommen. Ja, ich habe das Erz gesehen. Ich habe es doch gesehen. So. Dann machen wir halt in die Richtung. So. Ja, warum verschwende ich jetzt meine Eisenspitzhacke, damit das Ganze schneller geht? Muss das sein? Nein. Muss nicht. Definitiv nicht. Aber ich denke mal, warum nicht? So. Wir graben einfach da einmal weiter. Wir brauchen diesen. Ist das Marmor? Nein, Marmor ist das nicht. Wie hat das geheißen? Sediorit. So. Alles mitnehmen. So. Und so. So. Ist gut geworden. Das habe ich geglaubt, da wird schon wieder heller. Dabei hat es nur so gewirkt vom Fackelschein. Ich bin immer etwas ruhiger, wenn es so bergab in eine Mine oder sowas geht. Da bin ich immer etwas ruhiger. Ich weiß, aber es ist so. Ich kann es nicht ändern. Also ich kann es, ich werde es probieren, aber es wird nichts helfen. So, eigentlich bin ich hier ganz zufrieden mit der Ausbeute. Und zwar hier Diorit, weil. Den kann man nämlich auch wunderbar verwenden, den Polypendiorit. Ich finde den gut. So. Aber. Davon nehmen wir noch mit. Diesen guten Diorit. So, wir graben uns nämlich hier kontinuierlich nach unten, weil ich vermute, also nicht nur ich vermute, ich weiß doch auch, so, dass, Kohle, ja,
So. Na bitte. Ja, Kohle, Kohle, Kohle. Eine gute Sache. So, hier hinein ein Fackelchen. Fackelchen. So, sehr schön. Den Schotter hier, damit wir wieder raus können. Wir finden gleich die nächste Kohle. Wunderbar. So, hier war auch noch. Nicht mehr. Macht aber nichts. Schon sehr zufrieden auch. So. Wir schauen, dass wir Stufen noch. Weil wir wollen es ja bequem haben beim Runtergehen. So. Hier war die Kohle drin. Gut. So, dann geht's einfach hier weiter. Ja. So. Und zwar niemals senkrecht nach unten graben. Hey, hat er das nicht gesagt? Hat er. Aber er hält sich nicht dran. Ich weiß. Sorry. So. Ich würde jetzt gerne wissen, in welcher Tiefe wir schon sind, aber... Das werden wir schon herausfinden. Zumindest ist es schon düster. So, Stufen, 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 Stufen. Nein, hier doch nicht. So, sehr gut. Stufen. Hinunter, hinunter. Hinab in die Finsternis. So. Und hier noch. So, da wollen wir Stufen und Stufen, Stufen und Stufen, Stufen, Stufen. So viele Stufen. Jawolle. Ausgezeichnet. Und eigentlich wollten wir den breiteren Weg hier runter haben, auch noch als zwei. Aber haben wir den? Machen wir den? Ich denke schon. Wenn wir schon hier sind. Aber ja. Ja, das geht ja schnell. Auch mit der anderen geht schnell. So, ein wenig noch mit diesen Stufen herumspielen. Und dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Wir sehen dann bei der nächsten nach, wie weit wir mit den Grundmaterialien gekommen sind, die wir oben im Turm dann brauchen. So. So, hier die Stufen, die Stufen, die Stufen, die Stufen, die Stufen und hier. Fertig. Schön, oder? So, genau. So. So, meine Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.